Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Den Weg kennzeichnen, anzunehmen bei Waldläufer Hauptmann Fenren, auf der Höhlenfeuer-Halbinsel an dieser Position, befinde mich hier bei der Falkenwacht auf diesem Turm. Rechts unten seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Unsere Feinde werden fallen. Vorquest war die große Kluft. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch funktionieren in BC Classic. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich hinuntergekommen bin, also einfach oben die Kugel in der Mitte benutzen und mit der Kugel hier in der Mitte kommt ihr wieder nach oben. Okay. Ich hatte vergessen, Luft zu holen, deshalb habe ich so schnell gesprochen. Aber jetzt geht's weiter im normalen Tempo. Ihr seht, man hat auch ein Quest-Item mitbekommen. Normalerweise muss man es nicht aktiv benutzen. Es ist auch im Inventar. Aber es sei denn, vielleicht muss man es in BC Classic aktiv benutzen. Wir schauen es uns gleich an, ob man es auch in Vitel aktiv benutzen kann. Und hier empfehle ich euch mal, so ein paar Mobs zu töten. Denn sobald man das Leuchtsignal entzündet, addet so ziemlich alles, was in der Nähe ist. So, ich bin da. Dieses Signal entzünde ich als erstes an dieser Position. Und ich erwähne es nochmal. Hier sind die Koordinaten zu sehen. So. Benutzen. Rechtsklick. Okay. Jetzt ist die Maus so hell. Linksklick. Funktioniert. Das habe ich jetzt extra gezeigt für die Leute, was PC Classic zocken. Ich glaube, da gab es nicht die Funktion, dass man einfach so die Quest-Items interagieren kann. Falls doch, Entschuldigung, ich bin ein Noob, ich hab's vergessen, das ist 16 Jahre her, hallo. Und das nächste werde ich einfach so benutzen, wie ich es benutzen würde, wenn ich normal queste in VTL. Also ich gehe zum Quest-Item hin, aber ich töte zuerst diesen Mob. Alter, wird bestimmt denn? Ihr habt es ja beim ersten Feuer gesehen, dass der Mob daneben geaddet ist. Deshalb erst Mobs töten, dann ist man danach nicht im Stress. So. Und jetzt benutze ich hier dieses zentrale Leuchtsignal. Das ist an dieser Position und irgendwas ist geaddet. Ah ja, der Mob aus dieser Seite anscheinend. So, und jetzt brauche ich noch das südliche Leuchtsignal. Alles klar. Könnt ihr auch auf Mountain oder Wolf? Ich mach mal einen auf Wolf. Bin ja ein Schamane. Ja, der Wurm, ich glaube, die würde man setzen schnell zurück, wenn man weiterläuft. Und hier erkennt man auch das südliche Leuchtfeuer. Das ist an dieser Position. Und, ja doch, ich pulle mal diesen hier. Okay, die zwei. Normalerweise sollte dann nichts mehr werden, wenn ich das Feuer anzünde. Das andere ist ziemlich weit weg. So, Spannung. 500 Volt plus. Nichts geht. Okay. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Ich habe es übrigens auch geschafft, die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Ich biete auch dafür einige Sachen an. Falls es euch interessiert, was, einfach mal draufklicken. Ihr schließt durch den Draufklick noch kein Abo ab oder sonstiges, da gibt es erstmal nur Informationen. Falls das euch nicht interessiert, einfach ignorieren.
Ihr dürft auch böse, gemeine Sachen über mich denken. Damit habe ich kein Problem. Vielleicht verdiene ich es auch, wie ihr wollt. So. Ihr findet außerdem in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Facebook-Seite. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, jetzt wieder diesen Pfad entlang. Und dann hier bei diesem Turm wieder die Kugel in der Mitte benutzen. Rechtsklick, Translokationskugel. So. Quest ist abzugeben bei Waldläufer Hauptmann Fenren auf der Höhlenfeuer-Halbinsel an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns da mal live. Eizocke, Ende.